Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Eterna Sonata. Ja, im letzten Part, im ersten Part, haben wir das Intro gesehen, das friedliche Dorf, wo wir jetzt hin müssen. Und haben unsere Protagonistin, die Polka, ein klein wenig kennengelernt. Und jetzt sind wir hier in unserem ersten Kampf. Ja, und hier kriegen wir gerade ein bisschen erklärt, was wir hier machen können. Wir machen einfach mal, wir laufen jetzt mal Richtung Gegner. Ihr seht schon links, die Anzeige nimmt ab. Und jetzt, wenn wir hier zum Gegner uns stellen, können wir mit A angreifen. Oh yeah. So, jetzt können wir auch blocken. Genau. So, können wir eigentlich blocken? Okay, er greift gar nicht erst an. Er tut mir leid, aber ich muss ihn leider töten. So Leute, noch ein, was heißt ein Trick, das wird auch später noch wichtig sein. Wenn wir hinter die Gegner gehen, können sie nicht blocken. Das ist auch noch ein vorteiliger Taktikschritt, den wir im späteren Verlauf oft nutzen müssen, weil von vorne schützen die sich einfach grundsätzlich fast immer. Von daher müssen wir gucken, dass wir hinter die Gegner kommen und von hinten können wir dann auch richtig draufkloppen. So, sollte auch gleich kaputt sein, das Spiel. Ah, hat's überlebt, okay. So, macht er überhaupt was? Oh, genau. Genau. Das ist ähnlich wie bei Paper Mario, quasi so ein Action-Kommando. Ja, Polka, wir hauen ja aber nicht ab. Ja, okay, Flucht werden wir so gut wie nie machen. Also das mache ich wirklich eigentlich nie. Also von daher, scheiß mal drauf. So Leute, genau. Also das war's im Großen und Ganzen schon. Wie gesagt, später kommen noch die Spezialattacken dazu, die zeige ich euch einfach im nächsten Kampf da mal. So, jetzt greifen wir erstmal von hinten an und machen das gute Vieh platt. So. Alles klärchen. So, nach jedem Kampf kriegen wir Erfahrungspunkte. Ihr seht es ja da, EP und oben wieder ist dann so ein Zähler, wann ich mein nächstes Level erreiche und so. Wir kriegen Gold und alles. Das ist wie ein Nebenrollenspiel. Da gibt es eigentlich nichts viel zu erklären. Das kennt man ja alles, ne? So, Leute. Ach man, ich finde die Grafik auch wunderschön. Es ist einfach so ein... Es ist ein Anime zum Spielen. Und ich liebe Animes, das wisst ihr ja. So, was haben wir hier? Kann ich das gucken? Nee, ich kann das nicht gucken. So. Kann ich eigentlich auf der Oberwelt angreifen? Nee, ich glaube nicht, ne? So, wollen wir mal kämpfen hier gegen das Vieh? So, wir kennen ja die Grundregeln des Kampfes mittlerweile. So, also hinlaufen, draufdreschen. Und es haut ab. Ja, cool. So, ich zeige euch mal noch ganz kurz was. So, ihr seht ja jetzt, ich habe auf Y die Orange Glut. Die kann ich auch mal ausführen und ich zeige euch die mal kurz. Ja, damit heilt man sich quasi. Hat jetzt nicht viel gebracht, weil wir natürlich logischerweise noch keinen Schaden genommen haben. Aber diese Attacke können wir auch quasi in der Combo benutzen. Das zeige ich euch aber auch später. Aber was ich euch noch zeigen wollte, passt mal auf. Das geht hier. Doch, geht hier. Jetzt bin ich in einem dunklen Gebiet im Kampf. Das habe ich auch im letzten Part schon angesprochen. Es gibt helle Bereiche und dunkle Bereiche im Kampf. Und hier in diesem dunklen Bereich endet sich die Spezialattacke. Ihr seht jetzt, wir haben nicht mehr Orange Glut, wir haben jetzt Schattenkomet. Und das ist quasi eine Angriffsattacke. Tata! Und je nachdem halt, mit welchem Charakter wir da sind und welche Spezialattacke wir ausgerüstet haben, können wir in verschiedenen hellen oder dunklen Gebieten im Kampf auch verschiedene Taktiken benutzen. Und die haben halt, also die verschiedenen Angriffe haben auch dann verschiedene Effekte und Auswirkungen auf den Gegner. Ha, Leute, das Spiel ist so geil. Ohne Scheiß, das Spiel ist richtig geil. So, Schatztruhen gibt es natürlich auch. Wie in jedem Rollenspiel kann man hier Items finden. Ein Pfirsichblättchen, ist es nicht süß? Ja, ich glaube, die kann man benutzen, um sich zu heilen. Ich muss mal ganz kurz gucken. 40 Plätzchen, Erholung um 1000 LP. Wow. Und Blütenpulver 50%. Das ist ja... Wir können ja quasi gar nicht sterben, so gut wie wir hier vorbereitet sind. So, wir sollten sogar schon da sein gleich. Ja, okay.
Nordabschnitt. So, gibt's hier noch irgendwas? Nee. So, dann nächster Gegner. Ja, was auch natürlich der Fall sein wird, wir werden gegen fast jeden Gegner kämpfen, der kommt. Also, im späteren Verlauf des Spiels werden wirklich noch ganz schön viele, oh, jetzt sind es gar schon zwei, werden halt viele Gegner kommen. Daraus besteht halt das Spiel aus Kämpfen. Und da ich halt leveln will und immer stark sein will oder stark bleiben will, oh, er heilt seinen Kollegen, clever. Ja, da ich immer stark bleiben will, werde ich auch fast jeden Kampf quasi mitnehmen. Ah, das Blocken ist gar nicht so einfach, sage ich euch. So, jetzt kann ich beide auf einmal dreschen, jawolla. So, passt mal auf. Ach, schade. Ich wollte euch jetzt eigentlich die Combo zeigen mit Orange Glut. Man kann quasi nach einem normalen Angriff nochmal die Spezialattacke benutzen, auch wenn die Anzeige schon ganz unten angekommen ist. Da kann man quasi nochmal so einen letzten Spezialschlag machen, bevor die Runde vorbei ist und so. Geht alles, kann man alles irgendwie so machen. Ja, auf jeden Fall, Leute, es wird viel gekämpft in dem Spiel, also ich hoffe, ihr habt damit kein Problem, aber wir müssen halt unser Level wahren und unser Level steigern. War das nicht so, dass man hier auch auf der Oberwelt schon angreifen konnte, so irgendwie? Ich bin da gerade ein bisschen verwirrt, war das nicht so? Na, egal. See, Bams the Vance. So, pass mal auf. Und jetzt nochmal ein Orange Glut. Seht ihr? Und schon haben wir uns geheilt. Der Typ ist tot. Wir können also, wie gesagt, unsere Spezialattacken kombinieren mit unseren normalen Angriffen. Geiler wäre es natürlich, wenn wir jetzt in einem Schattenbereich wären. Dann könnten wir quasi einen normalen Angriff machen. Und könnten nochmal einen Spezialangriff hinten her schieben. Da hat man natürlich noch mehr Schaden und so. Ach ja, und was ich noch dazu sagen will, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Die Spezialattacken brauchen keine Magic Points oder MPs oder sowas. Weil bei vielen Spielen gibt es ja sowas wie MP und so ein Kram, ja, um eine Spezialattacke einzusetzen. Sowas gibt es hier in dem Spiel nicht, nee. Hier kann man so viel einsetzen, wie man will, solange halt die Zeit noch da ist im Kampf. So, und jetzt ist mal wieder eine Zwischensequenz hier. Oh yeah. あなたも私に触れられたくないのね。 ペヌートメイさん、花粉薬はいかがですか？ よく聞きますから、どうか買っていってください。 花粉薬？ 今時花粉薬なんてまだ売っていたんだ。でも今は抗風薬があるしね。悪気はないがね、娘さん。花粉薬は今時流行んないよ。 大丈夫ですか？ どうですか？少しは楽になりました？触るな。俺に触るなよ。かっこいい。キラキラしていたよ、お母さん。ダメよ。こっちに来なさい。いい？今度キラキラを見ても近寄っちゃダメよ。と
して？どうしても。さ、行くわよ。Ja, Leute, ihr seht schon, auf der guten Polka lastet ein, naja, lastet, wie soll man das sagen? Mir fällen die Worte gerade nicht ein. Naja, sie hat's nicht leicht, sagen wir es mal so. Sie hat Fähigkeiten und das scheint hier im Volksmund nicht so gut anzukommen anscheinend. Was es damit auf sich hat, das erfahren wir auch noch im Laufe des Spiels. Und wir kämpfen noch eine Runde. So, Bamste. Ja, Leute, die Geschichte ist wirklich ein bisschen tricky auf jeden Fall. Oh, wir dürfen nochmal. Aber die Geschichte ist auch wunderschön erzählt. Aber die ist wirklich teilweise sehr traurig auch. So, wir haben einen Level Up. Oh yeah. So, ihr seht, wir verbessern unsere Angriff, Abwehr, unsere Magie und Schnelligkeit ist, glaube ich, ganz unten das, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. So, und damit sind wir schon mal ein bisschen geiler unterwegs. Wir haben ja gesehen, im Kampf werden ja die Schadensdinger angezeigt, wie viel Schaden wir machen. Das wird noch im Laufe relativ hoch, sage ich euch mal jetzt schon. So, heilen wir uns noch ein bisschen so. Haha, schön. Du musst auch treffen, Polka. Doch, treffen hilft manchmal. Oh, wir könnten da hinten quasi eine Schattenattacke machen. Aber wir können auch nur blocken, wenn wir quasi direkt mit dem Gesicht zum Gegner stehen. Wenn er uns quasi von der Seite oder von hinten angreift, wie wenn wir es bei ihm auch machen, dann kann man nicht schützen. Weder der Gegner noch ich. Also man muss quasi Angesicht zu Angesicht stehen, um schützen zu können. So, und ich mache jetzt mal einen Schattenkomet. Bams! Jawolla! Das ist eine schöne Attacke, der Schattenkomet. Aber es werden nur richtig geile neue Attacken dazukommen, Leute. Also da werden wir richtig viele geile Attacken haben später. Ach, die Grafik ist so wunderschön. Ich mag das. Vom Schicksal geschlagen. So nennt man das doch, oder? Das war das, was ich vorhin sagen wollte, glaube ich. Naja, egal. So, jetzt sind wir im schönen Dorf angekommen. In einem Heimatdorf von Polka. Im Intro, im letzten Part, wurde uns ja schon weisgemacht, dass hier alles wunderschön ist. Und hier der Frieden, quasi wohnt. Und hier ist alles toll. Das wurde uns ja schön im Intro gezeigt, dass hier alles toll ist. So, wir speichern erstmal. Weil speichern, das ist manchmal voll die wichtige Sache und so. So, was sagt denn der Part? Oh, wir haben noch voll viel Zeit. Ja, also man merkt schon den Unterschied zwischen 15-Minuten-Parts und 20-Minuten-Parts. Das macht schon einen Unterschied. So. Hallo, alte Dame. Ach du liebe Güte, da bist du ja, Polka. Wie war es in der Stadt? Du siehst gar nicht gut aus. Bestimmt bist du müde. Geh lieber schnell nach Hause und leg dich hin. Okay, wir sind Hühner. Okay, alles klar. Was hast du zu sagen? Rede mit mir. Hey, Polka, schön, dass du zurück bist. Und wie war's? Naja, war nicht so toll. Ich hab da jemanden gerettet und alle hassen mich. So, was haben wir hier Schönes? Man kann auch natürlich in alle Häuser reingehen. Ist voll cool. Oh, Moment. Was haben wir hier? Dieses Gefäß riecht aber streng. Ich mache es lieber nicht auf. Das ist ganz clever. Oh, was für eine hübsche Blumenvase. Huch, da ist ja was drin. Oh, einfach mal was geklaut. Das kann ich voll gut, sowas. Ach, Opa, du musst ja schon wieder... Was? Du machst ja schon wieder Unordnung. Es ist schon gut. So, was bist du eigentlich für ein Typ? Hallo. Ach, Polka, hallo. Du bist erwachsen. Was? Du bist gewachsen, seit wir uns das letzte Mal begegnet sind. Verkaufst du immer noch Medizin in Ritardano? Dando, Ritardando, ich bin ziemlich weit gelaufen, um etwas zu verkaufen. Alle Märkte sind von Mineralpulver überschwemmt. Blütenpulver wird kaum noch gekauft. Ja, das haben wir auch festgestellt. Die sind alle auf Mineralpulver. Auf Mineralpulver-Drip. Hier, dieses Öko-Zeug scheint nicht mehr so zu wirken. Tja, so ist das heutzutage, ne? Hier, Öko-Stuff, das interessiert keinen mehr. So, ich glaube, hier wohnen wir. Hier ist unsere Cat. Oh, süß. Dieser Karl, der schläft den ganzen Tag. Bestimmt träumt er ganz, was Interessantes. Okay, was ist das für eine Satzstellung? Bestimmt träumt er ganz was Interessantes, okay. Merkwürdige Satzstellung, aber okay. So, wohnen wir hier? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wo wir wohnen. Ich glaube hier, oder? Ja, okay, alles richtig gemacht. Cool. Da kocht die Mutti anscheinend.
Tada ima. Okaeri nasai, Polka. Tsukareta desho? Atatakai shichuu ga dekiteiru wa yo. リタルダントで魔法を使ったのね。どうしてみんな私を避けるの？触れたら病が移ると思っているのよ。実際には移ることはないのに。それを証拠にこんなに近くで暮らしているのに。 私には映らないじゃない。私、病気で死ぬのが怖いわけじゃないの。ただ、みんなと仲良くできないことが悲しくて。ポルカ。 逃げろ、 ピート！ 兄ちゃん、 待ってくれよ！ こら！ うちのパンを盗むんじゃないよ！ またあいつらだわ！ 今度はパンに毒でも入れておこうかしら！ ちゃん、危なかったな。あんなの朝飯前さ。当たり前だよ。朝ごはんなんだから朝飯前に取らなくちゃね。バーカ。さあ、早く配ってやろうぜ。腹減らしてるだろうからな。うん。でもネズミ嫌だな。 そりゃみんな用水路の奥で生活しているんだ。ネズミの1匹や2匹いるさ。しかもこんな焼きたてのパンを持ってるんだぜ。ネズミじゃなくても欲しがるってもんだ。襲われちゃったらどうしよう。ネズミぐらいでビビるなよな、ビート。この前だって俺がやっつけてやっただろ。 So Leute, ja, wir lassen Polka erstmal kurz mit ihren Problemen allein. Was mit ihr genau ist, das erfahren wir im Laufe des Spiels aber auch noch. Aber jetzt haben wir erstmal hier unseren, na ich nenne ihn einfach mal in Anführungszeichen, den Hauptcharakter. Er ist quasi der Boss der Bande später, so er ist quasi der Hauptprotagonist. Auch wenn man quasi im späteren Verlauf des Spiels quasi durch alle Charaktere durchswitchen kann und alle ihre eigene Geschichte haben und man mit jedem spielen kann, aber ich würde ihn schon so als den Mittelpunkt des Spiels bezeichnen, den Kerl hier. Ihn und Polka, also die beiden. So, auf jeden Fall, ja, jetzt sind wir hier unterwegs mit dem guten Alec Reddor. Und den Beat, ja, ihr merkt schon, es hat alles was mit Musik zu tun, die Namen. Ganz speziell Beat finde ich mega cool, ich mag Beat. Er ist einer meiner Lieblingscharaktere in dem Spiel. Beat und später noch die zwei Zwillinge oder Schwestern. Naja, ihr werdet sehen, da kommen auf jeden Fall noch coole Charaktere dazu. So, ich weiß zwar, wo ich hin muss, aber ich würde mich gerne mal ein bisschen hier in der Stadt noch umgucken.
Beziehungsweise, wir haben eh keine Zeit mehr, der Part ist sowieso vorbei. Dann würde ich sagen, bleiben wir einfach mal hier bei dem schönen Brunnen stehen, bei dem, hey, da ist Wasser. Da ist was, ach, da ist was im Wasser. Ich habe echt voll Probleme mit Lesen gerade, das ist voll schlimm. So, wir haben noch Geld gefunden zum Abschluss des Bades, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss und wenn ihr wissen wollt, was mit dem guten Kerl hier los ist und was dem seine Story ist, dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Eterna Sonata. Bis dann, tschaußen.